In Rio de Janeiro wird bis Karnevalsende ordentlich die Hüfte geschwungen. Bis zum Morgengrauen zeigen die letzten Schulen entlang der Sambodromallee, was sie drauf haben. Sie haben jeweils eine Stunde Zeit, um das Publikum und die Jury in ihren Bann zu ziehen. Einfach hatten die Samba-Schulen es dieses Jahr nicht. Ihre Kreativität war mehr als üblich gefragt, weil sie ohne die finanzielle Unterstützung von Rios religiösem Bürgermeister auskommen mussten. Kostüme und Wagen des vorherigen Karnevals wurden oft recycelt. Den Spaß lassen sich die Tänzer allerdings nicht verderben. Die Samba-Schulen sind schön, sie sind luxuriös. Sie sind alle gekommen, um im Wettbewerb zu kämpfen. Die Themen der Karnevalsumzüge reichen von Polizeigewalt über Sexismus und Rassismus bis zu Umweltkatastrophen. Trotz sozialpolitischen Engagements stehen Rhythmus und leidenschaftliches Tanzen im Mittelpunkt.